Mein Name ist Felix Hoffmann, Raum- und Duftkonzept AG in Baden. Wir raumen, wo es beduftet wird und beduftet, wo geraumt wird. Düfte wirken unmittelbar auf unser limbisches System, der Ort, an dem Gefühle, die Nahrungsaufnahme oder das Sexualverhalten gesteuert werden. Deshalb reagieren wir auf Gerüche sehr schnell, unbewusst und vor allem emotional. Der Duft von frischem Gebäck weckt unmittelbar unseren Appetit. Glühwein und Zimtduft lösen weihnachtliche Gefühle aus. Und Zitrusdüfte lassen einen Raum sauber und frisch erscheinen. Das Ziel des Duftmarketing ist, dass sich der Kunde, der Gast oder der Besucher wohlfühlt. Denn dort, wo er sich wohlfühlt, dort bleibt er länger und die Chance ist grösser, dass er A. etwas kauft oder B. immer wieder an den Ort zurückkommt. Herr Felix Hoffmann und sein Team von der Firma Raum- und Duftkonzept AG sind Kompetenzen im Gebiet der Duftkreation und deren Auswirkungen auf unser Verhalten. Wir beraten unsere Kunden im Bereich Duft, aber nicht nur, sondern auch im Einsatz der Geräte. Die Firma Raum- und Duftkonzept AG hat einen Partner in Italien, Lorenzo Dante Ferro. Er erstellt exklusive Düfte. Lorenzo gehört zu den weltweit 100 besten Duftkompositeuren. Parallel dazu führen wir eigene Geräte, die im Tessin hergestellt werden, die die Luft reinigen und erst anschliessend beduften. Zur Verbesserung der Duftwahrnehmung wird die Luft zuerst gereinigt, bevor Duftstoffe zugesetzt werden. Wenn die Luft gereinigt ist, von Viren, Bakterien und anderen Schadstoffen kann sich der Duft ganz anders entfalten und hat ganz eine andere Wirkung. Die Vielfalt der Duftpalette kann individuell und nach Wunsch zusammengestellt werden. Zum Beispiel auch, um das Branding Ihrer Marke durch einen einzigartigen Duft zu prägen. Ziel vom Duftmarketing ist es, dass der Kunde sich wohlfühlt im Raum, dass er länger bleibt und dass er mehr kauft. Oder dass er loyal ist und immer wieder zu uns zurückkommt.